Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur IT-Sicherheit. Heute geht es um die asymmetrische Kryptographie und den ersten Angriff darauf, nämlich die Man-in-the-Middle-Angriffe. Die sind sozusagen das beliebteste, was man überhaupt nur finden kann unter den Angriffen und die wollen wir uns natürlich heute etwas genauer, aber aktuell auch nur noch theoretisch angucken. Wir machen das Ganze natürlich noch alles in der Praxis, keine Sorge. So, was wir heute machen werden, ist erstmal uns asymmetrische Kryptographie angucken. Und im Vergleich dazu natürlich die symmetrische Kryptographie, wo jeder denselben Schlüssel haben musste, man aber riesige Probleme hatte, diese Schlüssel auszutauschen. Jetzt haben wir nicht mehr jeder nur einen Schlüssel, sondern wir haben asymmetrische Schlüsselpaare. Das bedeutet, jeder besitzt seine eigenen zwei Schlüssel. Das heißt, egal mit wem ich kommuniziere, ich brauche immer nur meine zwei Schlüssel und seine zwei Schlüssel. Aber wir müssen nicht vorher irgendwas ausgemacht haben. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil, denn ich habe jetzt hier nicht mehr das Problem, zum Beispiel, ich muss mich vorher mit dem Webseitenbetreiber von irgendwas treffen. Ich müsste mich theoretisch, wenn ich nur symmetrisch verschlüsseln könnte, müsste ich mich mit jedem von euch persönlich treffen, wenn ihr sozusagen auf meine Website wollt, denn wir müssen ja vorher einen Schlüssel austauschen. Das müsste ich alles manuell machen. Mit asymmetrischer Kryptographie bleibt mir das erspart und das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass man das macht. Denn ja, ansonsten müsste man, wie gesagt, auch sich mit jedem persönlich treffen. Das wäre ein bisschen doof. Deswegen hat man hier jeder zwei Schlüssel, nämlich einen Public Key. Das ist jeweils der obere, also der grüne hier drüben. Der hier. Und der hellblaue hier drüben. Und wenn ich jetzt kommunizieren will, dann habe ich einen Public Key und einen Secret Key. Und die Public Keys, die darf ruhig jeder haben. Das heißt, ich schicke einfach meinen Public Key an Alice. Also als Bob schicke ich meinen Public Key an Alice. Und Alice schickt ihren Public Key an Bob. Und dann können die beiden sozusagen verschlüsseln. Und das geht relativ einfach, indem ich einfach sage, hallo Alice, das ist meine Nachricht, die ich verschlüsseln möchte. Dann wird mit dem Public Key, den ja Bob auch hat, von Alice verschlüsselt. Das heißt, der Public Key vom Empfänger wird zum Verschlüsseln benutzt. Und entschlüsselt wird mit dem Private Key, also mit dem Secret Key, mit dem Geheimschlüssel, den niemand hat außer Alice. Wenn irgendjemand diesen Secret Key hat, ist alles kaputt. Das heißt, diese Secret Keys unbedingt privat halten und die Public Keys dürft ihr an alle verteilen, die ihr wollt. Diese Nachricht hier kann nämlich von niemandem mehr entschlüsselt werden, außer von dem Besitzer des Secret Keys. Das heißt, Bob hat die Nachricht zwar verschlüsselt, aber die verschlüsselte Variante, die kann selbst Bob nicht mehr wiederherstellen. Das heißt, auch Bob kann nichts entschlüsseln, niemand kann was entschlüsseln. Und jetzt kann natürlich der Angreifer hergehen und sagen, ich verschlüssel für Alice irgendwas, aber Alice weiß natürlich, dass sie die Einzige ist, die das jetzt entschlüsseln kann. Und das ist auch der Grund, warum jetzt hier jeder Angreifer dran lauschen kann. Niemand kann an dieser Nachricht irgendwas rausfinden. Das heißt, wenn wir einfach nur jemand haben, der diese Nachricht hier abhört, dann ist das absolut sicher. In etwa so sicher wie jetzt bei RSA, wie bei AES, was wir schon behandelt haben. Zu den Verfahren, ach so, ja genau, wenn es jetzt in die andere Richtung geht, wollen wir natürlich auch an Bob irgendwas schicken können und dann benutzen wir einfach den Public Key von Bob zum Verschlüsseln der Nachricht und zum Entschlüsseln wird der Private oder Secret Key von Bob benutzt. Dann kann Bob hier diese Nachricht lesen und sonst niemand außer ihm. Ja. Zu den Verfahren, die man bei asymmetrischer Kryptographie alle benutzt. Es gibt da relativ viele, aber normalerweise sollte man sich auf RSA momentan verlassen, solange wir eben noch keine Quantencomputer haben. Wenn wir Quantencomputer haben und dieses Video hier von euch geguckt wird, dann ist das Verfahren grundsätzlich auch noch immer noch aktuell. Nur ihr solltet nicht mehr den RSA-Algorithmus, also das hier funktioniert immer noch genau gleich, nur ihr solltet nicht mehr RSA benutzen, sondern was anderes, was auf zum Beispiel Pairings oder Gitter basiert, soweit ich das weiß. Und ja, das ist sozusagen das Grundkonzept. Jetzt gibt es natürlich aber einen Angriff da drauf, und zwar den sogenannten Man-in-the-Middle-Angriff. Das heißt, jemand schaltet sich sozusagen als Angreifer in die Mitte rein und möchte dann irgendwas Böses machen. Das heißt, wir haben wieder unser Szenario, wir haben Alice und Bob, die beiden haben hier ihre Public und Private Keys und haben aber vorher noch nichts ausgetauscht. Und das ist ganz normal, dass man vorher nichts ausgetauscht hat. Wie gesagt, Webseitenbeispiel. Sonst müsstet ihr jedes Mal irgendwie, wenn ihr eine Webseite das erste Mal besucht, mit dem Veranstalter euch vorher treffen. Das wäre doof. So, jetzt nehmen wir aber auch an, dass unser Angreifer hier Public und Private Key hat. Genau in der Reihenfolge Public Key oben, Private Key unten. Und was jetzt passiert, ist folgendes.
Der fängt einfach die Nachrichten ab und wir nehmen an, er kann auch die Nachrichten komplett manipulieren. Also das haben wir bisher auch gemacht, nur dass er jetzt die Nachrichten halt nicht mehr irgendwie mal 5 nimmt oder sowas, sondern er ersetzt diese Nachrichten einfach. Das heißt, wenn der Schlüsselaustausch stattfindet, das heißt die Public Keys werden verteilt, dann sagt einfach hier der Angreifer, ich nehme den Public Key von Bob entgegen und ich nehme den Public Key von Alice entgegen. Und wenn jetzt irgendwie eine Nachricht oder wenn ich jetzt irgendwie einen Public Key verteilen muss, also normalerweise würde ich hier natürlich Bob einen Public Key erwarten und Alice auch, dann schicke ich einfach meinen eigenen Public Key dahin. So, und was jetzt passiert ist, wenn eine Nachricht geschickt wird, das heißt Bob schreibt Hallo Alice zum Beispiel, dann fängt auch hier wieder der Angreifer diese Nachricht ab. Und verschlüsselt wird ja, weil Bob annimmt, dass das hier Alice Public Key ist, wird mit dem Public Key des Angreifers. So, und das kann natürlich der Angreifer ohne Probleme entschlüsseln. Nicht mal Alice wäre in der Lage dazu, diese Nachricht zu entschlüsseln. Nur der Angreifer kann diese Nachricht überhaupt lesen, obwohl sie eigentlich an Alice war. Das heißt, das Missverständnis liegt eigentlich hier, dass Bob denkt, das hier wäre Alices Public Key, ist es aber nicht. Und jetzt kann natürlich der Angreifer hergehen und diese Nachricht komplett entschlüsseln. Das heißt, er weiß, was drin steht. Er kann hier auch komplett andere Sachen hinschreiben, also zum Beispiel Beweise an Kontonummer so und so, 5000 Euro, aber in dem Fall haben wir jetzt hier einfach Hallo Alice genommen. Und er verschlüsselt diese Nachricht wieder mit dem Public Key von Alice, den er ja vorher abgefangen hat und ersetzt hat durch seinen eigenen Public Key. Und dann wird hier ganz normal wieder mit Alice's Public, mit Alice's Secret Key entschlüsselt und Alice merkt nicht mal irgendwas, außer dass die Nachricht vielleicht ein bisschen länger unterwegs ist, merkt sie überhaupt nichts, dass hier diese Nachricht abgefangen und manipuliert worden ist oder sonst irgendwas damit war. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Ich weiß, wir haben jetzt hier ein riesiges Schlüsselwirrwarr, aber ich glaube, so kann man recht gut verstehen, was jetzt hier gerade passiert ist. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, denn das kann man eigentlich so nicht verhindern, zumindest nicht von Natur aus. Und deswegen gibt es da sogenannte digitale Zertifikate oder auch digitale Signaturen, die genau das verhindern sollen. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite auch schon wieder. Zu diesen digitalen Zertifikaten oder Signaturen werden wir uns dann das nächste Mal genauer was anschauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.